Und? Haben Sie auch so mitgefiebert am Freitag? Es war ja so spannend. Es war spannender als das WM-Finale. Ultra knapp hat Annegret Kramp-Karrenbauer gewonnen in der Stichwahl, ja, gegen Friedrich Merz. Und diese Nachricht ist natürlich sofort um die Welt gegangen. Annegret Kramp-Karrenbauer. Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Difficult to say. The name Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, der Name ist jetzt schon ein Markenzeichen. Der Name ist super. Und ich wette mit Ihnen, das wird irgendwann eine Sprechübung für Schauspielschüler. Kanzlerin Kramp-Karrenbauer kratzt Kekse krümelnd kleine Kätzchen. Kleine Kätzchen kratzt Kekse krümelnd Kanzlerin Kramp-Karrenbauer. AKK. AKK gilt jetzt als die akute Problemlöserin für alles. Es ist nicht einfach, ne? Die Partei einen bei diesem wirklich sehr knappen Ergebnis. Gut, es waren alle wahnsinnig stolz darauf, dass es diesmal eine Auswahl gab. Ui, drei Kandidaten, zwei Männer, eine Frau, unglaublich, ein demokratischer Prozess. Und zwar ein Prozess, um den uns vermutlich alle anderen Parteien in Deutschland wirklich beneiden. Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir vorstellen, wie die Grünen da vor der Glotze saßen und sagten, boah, wir sind neidisch, ne? Die CDU hat Friedrich Merz. Und die SPD hat natürlich auch da gesessen. Oh, die haben drei Kandidaten. Mist. Bald haben wir nicht mal mehr so viele Mitglieder. Aber jetzt mal ganz nüchtern. Die CDU brauchte einen neuen Vorsitz. Es gab drei Kandidaten und eine Kandidatin wurde gewählt. Es ist im Prinzip Teil des demokratischen Prinzips. Ich würde sagen, das muss man nicht jetzt unbedingt feiern. Ein Klempner stellt sich doch auch nicht vor einen Saal mit tausend anderen Klempnern und sagt, heute ist was Besonderes passiert. Ich habe einen Siphon abgedichtet. Darum beneiden mich alle Klempner des Landes. Ist doch Quatsch. Jens Spahn ist natürlich jetzt ein bisschen traurig, dass er sich wieder seinem Zweitjob widmen muss. Warte nochmal. Gesundheitsminister. Ja, stimmt. Das war's. Und natürlich war dieses Touren, ja, einfach über die Dörfer ziehen, diese Regionalkonferenzen, es war irgendwie cooler. Wir sind ja so ein bisschen wie eine Rockband gemeinsam auch durch Deutschland getourt. Ja, eine Rockband. Ja, ja. AC/DC. Mhm. Natürlich. Mit ihrem Mega-Hit Highway to Merkel-Nachfolge. Ist klar, Rockband, ja. Kann man sich vorstellen, auch das Rock'n'Roll-Leben, was sie drei da praktiziert haben, an keinem Abend vor 22.30 Uhr ins Bett. Der Apfelsaft floss in Strömen. Die Fans haben ihre dritten Zähne auf die Bühne geworfen. Unglaublich. Friedrich Merz hat schon wieder verloren. Schon wieder. Als Trostpreis gab es übrigens ein Buch von Friedrich Merz. Aber ich wette, er kommt noch mal zurück. Ich wette mit ihm. Ja? Er hat schon wieder verloren und wieder gegen eine Frau. Das ist für ihn ganz schwer zu ertragen. In 10 Jahren kommt er zurück und verliert gegen Jens Spahn. Bin ich sicher. Kommt der Merz wieder. Und noch mal 20 Jahre später ist Merz wieder da und verliert gegen Wolfgang Schäuble, der so lange durchgehalten hat, um doch noch mal Kanzler zu werden. Und ich wette, in 300 Jahren, wenn die Erde durch den Klimawandel zerstört und alles Leben von Flutwellen vernichtet ist, dann taucht Friedrich Merz noch mal aus dem Sauerland auf und ruft, mit Aktien wäre das nicht passiert.